Yo, hier ist Mr. Mike. Heute habe ich mal wieder Bock auf ein Korbleger-Video. Korbleger-Videos gehen immer, weil ich höre mir immer gerne die Kommentare an, ja, von Leuten, wie unterschiedlich sie das doch sehen, weil es ist ja halt einfach das Ding, was man als Anfänger lernt, wenn man in einen Verein geht und man hat einen Oldschool festgefressenen Trainer, sage ich mal. Oder so sind halt die Basics auch, muss man sagen. Von der linken Seite, wenn du kommst, springst du mit dem rechten Bein ab und schließt mit der linken Hand ab. Kommst du von der rechten Seite, springst du mit dem linken Bein ab und schließt mit der rechten Hand ab. Das ist das Grundprinzip, so soll man das machen und nicht anders. Jetzt aber, vor allem wenn du NBA guckst und Profis auch so, die machen das oft gerne anders. Die kommen von der linken Seite und schließen mit rechts ab. Dann auch so hier, den hier gerne, wenn sie unten drunter tauchen zum Beispiel. Sehr schönes Ding, mache ich auch immer sehr gerne. Obwohl es natürlich sicherer ist, wenn du unten durchtauchst, dass du natürlich mit der linken gehst, weil du bist vom Verteidiger weiter weg und kannst nicht so dann abschließen, als wenn du dich jetzt hier so halb verdrehst. Aber trotzdem werden diese Würfe auch nicht so oft geblockt. Also in der Regel sage ich auch, wenn der geblockt wird, der mit rechts, dann wird der mit links auch geblockt. Dann hast du einfach einen krassen Verteidiger und der weiß schon, was du vorhast, weil das ist ja immer so ein Ding. Wenn du einen Verteidiger hast, einen guten Verteidiger und auch noch einen großen, eine Blocking-Maschine, sagen wir mal so, der weiß, okay, der geht jetzt unten durch. Ist es dem scheißegal, ob du jetzt hier mit rechts unten durchgehst oder mit links, der blockt dich so oder so, weil er halt damit schon rechnet, der weiß, was zu tun ist. Wisst ihr so eine Art? Aber klar, das Ding ist auch, wenn du das lernst, sagt man ja auch, jetzt zum Beispiel kommst du von der rechten Seite, springst mit dem linken Bein ab, rechte Hand vor, geht die Schutzhand mit. Ne? Die beschützt jetzt den Ball. Wenn jetzt jemand auf deine Hand haut, auf die Schutzhand, kriegst du einen Foul mitgezogen. Ne? Das ist halt das Grundprinzip, um das es eigentlich dem Trainer jetzt so geht, dass man das lernt. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber meiner Meinung nach, auf jeden Fall, merke ich an meinem eigenen Spiel und auch an dem vom Profi, wenn man die so beobachtet, du bist einfach dadurch langsamer. Zum Beispiel, wenn du jetzt direkt hochgehst und abschließt, bist du um einiges schneller, als wenn du jetzt hier die Schutzhand mitnimmst. Und du kommst auch nicht so weit vor. Das Video hatte ich auch schon ein paar Mal gemacht. Mit Schutzhand bist du hier, ne? Noch weiter vor, das geht gar nicht, da verrenkst du dich. Aber so, ohne Schutzhand, ne? Das seht ihr schon den Unterschied hier, was du hier von der Schulter her hast. Du kannst da nicht noch so mitgehen. Das ist, du bist hier einfach schneller. Wisst ihr? Schneller und weiter vorne. Das ist für mich so das Grundprinzip, warum ich das gerne so mache. Vor allem den Unterhandkorbleger, also wieder ein anderes Thema. Wir sind jetzt nicht beim Unterhandkorbleger, sondern mehr von linke Seite mit rechts abschließen. Das ist ja dieses Ding. Es machen so unglaublich viele Profis. Und im Endeffekt ist halt einfach das Ding, ja, machst du das Ding rein oder nicht? Wirst du geblockt oder nicht? Und es werden halt einfach wenig Leute damit eigentlich auch geblockt. Du siehst da echt wenig Unterschied. Das ist aber auch alles, das Wichtigste dabei ist, ja, muss man echt sagen, situationsbedingt. Ne? Situationsbedingt machst du es richtig, wirst du geblockt oder nicht? Auch nochmal wichtig natürlich. Und geht er rein oder nicht? Auch wichtig. Ne? Das sind so die Sachen. Aber das Thema kann man immer wieder angehen, finde ich. Das ist sehr interessant, wie unterschiedlich die Leute das sehen. Vor allem die ältere Generation, wo es ich halt auch gelernt habe, das waren halt alte, unathletische Trainer, die ich hatte. Die hatten auch einen alten, langsamen Spielstil. Kannst du mit heute nicht mehr vergleichen. Da ist das einfach so. Das sind halt einfach die langsamen Basics. Ne? Da hast du nicht auf Speed oder so trainiert, weil niemand athletisch und schnell unterwegs war. Da kanntest du das nicht. Das konntest du ja nicht machen. So in der Art, weißt du? Das habe ich dann schon auch für mich selber rausgefunden damals. Das hat mir auch keiner gezeigt. Aber ich habe gemerkt, hey, Alter, ich bin so viel schneller. Ich bin schnell unterwegs gewesen schon immer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hey, so bin ich viel schneller. Ich bin schneller als mein Verteidiger. Ich kann das so machen. Weißt du? Und wenn du das so machen kannst, dann mach es. Wenn du natürlich langsam bist, dann mach die andere Variante. Das ist auch immer so ein Ding. Du musst ja deinen eigenen Spielstil auch finden. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Ihr könnt euch nicht einen Spielstil aufzwingen lassen. Das müsst ihr wirklich selber merken. Und wenn ihr das selber merkt und selber checkt, was euer eigener Spielstil ist, umso effektiver bist du im Endeffekt dann auch. Wisst ihr, das ist ein wichtiges Ding. Auch selber drauf kommen. Aber natürlich ein guter Mentor, ein guter Trainer, hey, das ist Gold wert. Mehr als Gold wert. Hatte ich leider nie so in der Hinsicht. So einen richtig krassen. Ich hatte viele gute, verschiedene, aber nie lange. Aber naja, man muss sich alles so zusammensuchen und zusammenbasteln, wie es halt nur geht. Wenn man nicht die vollen Möglichkeiten hat dazu. Ja, also einfach mal Feedback geben, eure Meinung, wie seht ihr das? Linke Seite, Rechtskorbleger, rechte Seite mit links oder rechte Seite rechts, wie macht ihr das? Oder einfach, ja, situationsbedingt, Freestyle-mäßig. Ja, was heißt Freestyle? Situationsbedingt einfach, das ist der Shit, finde ich. In der Hinsicht, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Yo, Mr. Mike. Mr. Mike. Mr. Mike. Mr. Mike. Mr. Mike.